Moinsen, bin der Taxi-DJ, CJ, und wir haben jetzt wieder eine neue Folge GTA San Andreas Let's Play. Die dritte Folge, und ich bin jetzt schon mal in einem Taxi, ich habe es ja gesagt, wir machen Taxi-Missionen, um Geld zu verdienen. Und ich muss eigentlich jetzt einfach ein paar machen. Ich werde die 100 Taxi-Missionen, also Taxi-Fahrgäste ans Ziel bringen, dann in einem der Livestreams machen. Ich mache auch einen Livestream-Part bald mal. Ich hoffe, ihr würdet gerne auch dabei sein, weil es ist einfach mega cool. Die GTA Online-Streams sind immer mega lustig. Ich werde es wahrscheinlich mit dem Together machen, dass vielleicht Novolem zuseht. Und das machen wir eigentlich relativ früh schon. Also ich werde es nochmal ankündigen am Anfang des Partes, also eines nächsten Partes und so weiter. Jetzt muss ich nur wissen, welche Taste das ist. Ja, danke. Z sicher nicht. Welche Taste muss ich drücken? Oh. Oh, Cinematic kam. Welche Taste muss ich drücken? Welche Taste lässt sich drücken? Das ist Radio. Das ist die Hupe. Welche Taste muss ich drücken? Drücke 2. Da drüben ist ein. Ich will nicht ankommen. Jetzt kommst du bitte. Ja, jetzt kommst du bitte, du alte Großmutter. Wir werden schon verlieren, hä? Ja, wie langsam die ist! Das ist ja nicht normal! Alte Großmutter, alte Großmutter. Ans Ziel, wohin? Okay, mein Auto ist schon viel zu stark kaputt. Wir werden das wahrscheinlich niemals schaffen. Missionen sind zu schwer für mich, so Taxi-Missionen. Ich bin ein Feigling. Ich bin scheinbar ein mega Feigling. Ja, sicher. Ja, jetzt greift er mich noch. Oh, nein, er ist nur ausgestiegen. Okay, mega cool. Wo müssen wir hin? Oh, ein Bonus, wir müssen schneller vorwärts kommen. Aber das Spiel ist so recht viel. Ja, die Performance geht irgendwie ein bisschen runter. Nein, nein. Es ist nicht mehr noch hoch. Es ist nur dieses Geschwindigkeitsgefühl ist halt auf diesem Spiel nicht so gut gewesen noch. Schon gut gewesen, aber ich meine immer, es leckt, wenn ich zu schnell fahre, weil immer alles verschwommen ist und so. Come on, come on, time's money. Money's me. Time is money. Also Zeit ist Geld. Komm jetzt mit mir. Hat er gerade gesagt. Oh, was ist das für ein Auto? Ah, ein Ranger wahrscheinlich. Das wäre das. Es gibt, glaube ich, irgendwie ein Regina-Fahrzeug noch, das genauso aussieht. Ja, der fährt, glaube ich, gar nicht schneller. Das Maximum. Hier ist das Scharfschützengewehr, das habe ich schon aufgesammelt, das werde ich nachher zeigen. Aber wir wollen ja jetzt noch ein paar Mal Missionen machen. Was? Ich muss hier rein? Lol. Ja, sicher. Bonus haben wir aber noch. Das ist für dich, okay. Sehr gut. Ist gut, dass ich sehr gut Englisch schon kann. Also ja, sehr gut, nicht gerade, aber ich bin ja in Mache. Ich werde bald Englisch sprechen können. Und deshalb kann ich das alles verstehen, als ich 2006 angefangen habe, geht ja San Andreas zu spielen. Ich war ja 2 Jahre eigentlich ein bisschen zu spät, weil GTA San Andreas auf meinem alten PC nicht so gut lief. Aber als ich dann wirklich angefangen habe, auch Videos zu machen auf YouTube, habe ich dann 2006 eigentlich noch gar nichts Englisch können. Und
habe nichts verstanden, was die Leute gesagt haben in diesem Spiel. Und jetzt bin ich so gut. Also ich habe keine Schulenglisch gehabt. In der Schweiz hatten wir nur Französisch. Also ich musste das alles mir selber beibringen, weil niemand, den ich kannte, jemals Englisch konnte. Also könnt ihr vorstellen, wie verzwackt die Situation war. Andere haben das ja überall, Abitur, Gymnasium, Universität, überall haben sie Englisch und ich hatte nie Englisch. Ich war so ein armer Teufel. Oh, diese Türen wackeln ja extremst. Ja, wie weit muss ich eigentlich? Ah, da ist fertig. Da ist fertig. Aber ich bin gerade zwei Stangen angefahren. Here's your tip. Yay, noch einen? Machen wir. Jetzt haben wir schon drei Fahrten. Mist. Can we step on it, please? Was zum Flughafen? So, ey, hallo, ich hab Vorfahrt. Ich bin der Raser, nicht du. Ja, okay. Ich werde den noch zum Flughafen bringen und dann hören wir auf. Es wird langsam zu langweilig und ich habe schon 229, also habe ich genug Geld für Fastfood und Fitnessstudio. Aber Fitnessstudio muss mir auch zuerst freischalten, also geht leider nicht ganz so schnell. Tja, da hat es noch Motorsäge. Und hier ist ja das Katana rechts dann. Ich kann noch ein paar Sachen sagen, aber ja, das größte Problem ist halt, dass wir jetzt momentan einfach vorwärts machen müssen mit Missionen und so weiter. Deshalb habe ich noch ein bisschen Essen wollen. Dann gehen wir einfach von Laden zu Laden und fressen alles weg dann den. Gell? So, jetzt haben wir das fertig. Dann breche ich eben diese Missionen ab. Und mache dann später beim Livestream diese Missionen. Ja? Oder muss ich nur 50? Es kann schon sein, dass ich nur 50. Okay, cool. 295. Oh. Ah, der war da! Der hat fliegen gelernt. Gegenverkehr ist das Coolste auf der Welt. Da konnte ich jetzt nichts dafür. Da kommt mit der Schaufel! Boah, da kommen noch Hafenfahrzeuge. Das ist ja Wahnsinn, die übertreiben ja. Ah, das ist ein Graffiti. Ich wusste, dass da irgendwas ist. Graffiti. Sehr gut, ey. Das ist so ein Nostalgiegefühl, weil ich tue ja GTA Online Livestreamen, oder? Und habe dieses Game noch nebenbei zu spielen. Es ist einfach mega cool. Es war 2004, also Ende 2004, bis 2010 oder 2011 mein Lieblingsspiel. Mein absolutes Top-Favoriten-Game. Und danach habe ich 2013 mal ein Let's Play gestartet, das leider nicht sehr erfolgreich war. Ich habe dann aufgehört nach einigen Parts. Und heute möchte ich das Let's Play eigentlich ganz machen. Das bin ich einfach denen, die damals schon dabei waren, eigentlich schuldig, gell? Weil ich bin ja einfach ein flotter und netter Let's Player. So, aber ich muss irgendwas finden, aber was denn? Ah, ein Stern, genau. Stimmt. Ich wollte nur den Stern finden, aber habe ihn nicht gefunden. Und hier ist schon wieder ein Bullen. Da gibt's mega coole Missionen, aber die ist echt schwer für Anfänger. Da müsst ihr rein. Ja. Ist, glaube ich, hier oder irgendwo anders. Karte? Ja, sie ist hier unten. Auf der anderen Seite müsst ihr rein. Genau, hier ist die Mission. Da müssen wir mit dem Gabelstapler eigentlich ein paar Kisten klauen.
ins Auto tun und abhauen. Und das ist sehr schwer, da hier abgesperrt ist und überall sind Wachen. Also da müsst ihr das schnell, so schnell wie möglich machen. Da muss ich halt einfach mit dem Gamepad die Mission machen, weil ich die Auf- und Absenken des Ding nicht weiß, wie es geht. Gell, also tut mir leid. So, jetzt tun wir mal hier Abschleppwagen und machen jetzt was Lustiges. Der nächste Bulle wird abgeschleppt. Mit abgeschleppt. Also jetzt muss ich schauen. Es geht, glaube ich. Mit 2. Mit Q. Mit irgendwas. V ist die Kamera ändern. Mit J. Mit runter, auf. Mit Umschalt, mit Alt-Taste. Mit P. Ja, ich weiß, dass die Hube ist. Der will uns schon fangen. Ich weiß nicht, wie man den Kran hoch und drauf singt. Der hat eine Frau umgebracht. Wie platt die ist, habt ihr das gesehen? Es hat noch gar keine Physik. Aha, Gangster. Okay, wir sind gerade am Helikopter. Ja, werden wir machen. Ich will jetzt wissen, wie man den Kran hebt. Replay. Wie kann man eigentlich mit... Ey, ich verstehe das nicht. Wie kann man eigentlich jetzt ins Hauptmenü gehen? Da muss man irgendwie kommen. Ah, so geht es. Also mit der rechten Ding, mit dem Gamepad geht es. Okay. Rechten Gamepad geht es. Mit dem Gamepad geht es, aber mit der Tastatur geht es nicht. Oder warte kurz. Ich werde mal die Tastatur benutzen. Mit Numpad. Ja, mit Numpad. Oh, mega scheiße. Dann werde ich doch mit der Tastatur spielen. Und ich werde jetzt den abschleppen. Ich werde den abschleppen. Gibt's keine Bullenautos, immer nur diese Motorräder hier. Komm. Dann schleppen wir den hier ab. Der sieht so süß aus. Der tut gerade einparken, okay. Nehmen wir diesen großen Wagen. Das ist ein Lawnstelle oder so. Den kann man gar nicht. Jetzt. Hoch, nein, hoch. Wir schleppen jetzt den ab. Der ist eben noch hinten drin, oder? Ja, es ist so ein Neger. Sorry. Schwarzer. Aber ich hab's extra gemacht. Nein, ich will ja Neger nicht beleidigen. Aber Neger heißt auf Spanisch Negro. Und darum kommt das Wort und das hat keine Beleidigung. Die Amerikaner meinen immer, Neger ist eine Beleidigung, ist es aber nicht. Das heißt nur schwarz auf Spanisch. Sonst nichts. Yay! Ist das toll! Wo haben wir eine gute Chance? Ich weiß, wo wir eine gute Chance haben. Dann gehen wir mal auf die gute Chance los! Na, macht Spaß hinten auf in dem Bobcat, hä? Du kannst ja freie Fahrt. Der macht gar nichts. Er geht ja online, würde schon lange der NPC abhauen. Da ist die gute Chance, aber... Boah, wir haben den einfach weggeschleudert, ey. Wir gehen jetzt nochmal ohne Auto über die Chance. Ja, oder sollen wir ihn nochmal einfangen? Nee, dann machen wir das hier. Mit dem. Damit ich dem da... Sorry, aber ich möchte gerne
So. Was ist jetzt? Hey, beautiful. Ah, ich bin im Boss. This is the greatest city in the world, man. Sehr gut. Jetzt bitte nicht zu viel Verkehr hier, sonst kann ich den Trick nicht machen über die Schanze. Weil ihr werdet sehen, ich werde später das nochmal machen und dann werdet ihr sehen, weil ich bin gar noch nicht in Las Venturas. Also in Las Venturas gibt es eine Mega-Schanze, ihr wisst es vielleicht, wo die ist, in diesem See. Ich kann es auf der Karte kurz nachher markieren. Dort wollen wir das nochmal wiederholen, das macht mega Spaß dort. Yes, mega cool. Genial. Jetzt kannst du wieder weiterfahren, hä? Tschüss. Mission erledigt. Nächste Mission. Wir gehen jetzt in einen Burger Shot. Oder holen wir eine fette Pizza. Oh, Geflügel will ich auch eigentlich haben. Wir gehen in einen KFC, hä? Danke für das Auto. Ah, du bist unterm... Verdammt nochmal. Wo ist es jetzt? Ah, der ist mit abgehauen. Okay. Dann nehmen wir das. Ich finde es immer lustig, wie mehrere Motorräder gleich spawnen, wenn man einen sogar runterhaut und so. Also zuerst gehen... Also wir gehen in den Burger Shot, hä? Zuerst gehen wir hier irgendwo in eine Garage. Ich muss nur wissen, wo die ist, die Garage. Hier. Ist, glaube ich, hier in der Garage. Aber ich muss finden. Nein, das ist nicht die Garage, die ich meine. Ja. Das ist nicht die Garage, die ich meine. Aber die muss irgendwo hier in der Nähe sein. Auf jeden Fall gibt es hier irgendwo noch ein gutes Item. Wie gesagt, ich weiß alles nicht mehr so genau. Aber, irgendwo gibt es ein gutes Item hier in der Nähe. Ich fühle es. Ich fühle es einfach. Halt hier drauf. Ich bin mit 0 Stundenkilometer dort reingefräst. Oh, Blister Compact. Oh nein, nur ein ganz normaler Blister. Oh, das ist ein Compact. Ja, Blister Compact. Ich glaube, es gibt noch normale Compact Blister oder nur im GTA 3. Da bin ich nicht so sicher. So, tut mir leid, dass es gerade leckt, aber Fraps ist gerade wieder ein bisschen überfordert. Ich habe ja gesagt, ich werde das Aufnahmegrad wechseln auf Homebrew beste Software. Aber ja, damit tue ich auch Livestreamen. Aber das nimmt nicht auf. Also wenn ich auf Aufnahmeding, dann nimmt es auf, aber die Datei ist dann nicht in diesem Ordner, wo ich den Pfad hingesetzt habe. Also weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, was ich tun soll. Wenn mir jemand helfen kann mit Open Broadcaster Software, klar, kein Problem. Ah, das ist sogar der Sniper. Also den Sniper habe ich eben dort auf dem Filmstudio gefunden. Der übrigens in GTA Online mächtig gut rundum erneuert wurde. Aber schade, dass es die Region in GTA Online nicht gibt und neben Los Santos und San Fierro und Las Venturas und so. Fleischburger. Was? Was muss ich denn drücken? How may I serve you? Ja, dann muss ich halt Enter drücken. Oder Leertaste? Nee. Have a wonderful day. Hä? Was muss ich drücken? Die Steuerung ist so kompliziert. Wer hat diese Steuerung erfunden auf dem PC? Was muss ich drücken? Umschalt L. Wer tut mit Umschalt L eigentlich Essen? Wer? Wer drückt vor dem Essen? Umschalt R. Ich will nicht kotzen. Und soll ich das zeigen? Ach komm, wir haben genug Geld. Gut, ich hab's gezeigt.
Jetzt bin ich glücklich. Und jetzt kann ich nicht mehr verwenden. Jetzt bin ich unglücklich. Jetzt gehe ich raus und wieder rein und esse nochmal genügend. Aber so geht das. Bei mir geht das immer, weißt du? Da kann ich immer den CJ kotzen lassen. Ihr seid böse zu mir gewesen. Ihr seid böse gewesen. Hahaha. Burger Shock. Wie habe ich ja der zweite Part habe ich ja Chainsaw Massacre genannt. Aus diesem Grund mache ich das im nächsten Part, im dritten Part. So weiter. Yes! Ich hab Kopfschmerzen. Hallo. Hey, Drago, lass mich in Ruhe. Ich hab Kopfschmerzen. Oh, ich hab Kopfschmerzen. Yes, und noch weiter. Komm, wir machen eine Straße aus Blut und Morde. Leiche weg. Also jetzt reicht es. Jetzt werde ich snipen. Ich werde auf Bullen snipen. Zuerst muss ich aufs Klo. So, muss ich schön aufs Klo. Fotografieren. Fotografieren. So. Ja. Also, demnächst werde ich Fishy Shit essen. Für 29 Cent. Medium. Für 29 Cent Large, 29 Cent. Aha. Oder Frittens Pommes Frites. Also, Fritten. Drinks nehme ich gerne die Cherry Pie oder die Apple Pie. Aber Fishy Shit, das hätte ich gerne mal. Fisch Scheiße heißt das auf Deutsch. Habe ich getroffen? Nein, ich habe nicht getroffen, aber er hat geblutet. Oder doch, ich habe ihn getroffen, ne? Wenn er blutet, dann habe ich getroffen, aber er hat... Ja. Scheinbar nicht ganz so berechenbar. Du bekommst eines zurück. Und das ist... Chainsaw Massacre! Da ist auch einer gestorben, aber nicht durch mich, oder? Ach, egal. Dann gehen wir lieber mal einen weiteren Bug besuchen. Aber leider brauche ich noch ein bisschen Glück. Also der Part könnte heute ein bisschen länger gehen. Aber er war ja schon lustig, oder? Gebt einen Daumen nach oben, wenn er lustig war, bitte. Auch wenn ihr es nicht mögt, dass ich Let's Play. Haters, gonna hate. Aber ich bin glücklich jetzt darüber, dass ich eigentlich so einfach abhauen kann in Bullen. Wow, ist das cool gewesen. Hier ist es. Das ist der nächste Bug. Und dazu müsst ihr eigentlich hier runter gehen. Noch ein bisschen weiter. Ihr müsst noch ein bisschen weiter gehen. Okay, ihr müsst noch ein bisschen weiter gehen. Ihr müsst wieder rauf gehen. Aber es ist hier die Ecke. Hier ist es. Ihr seht ja diese Mauer. Jetzt gehen wir immer wieder geradeaus und wieder zurück, bis mal Leute dort auf der Mauer sitzen. Und wie die sitzen, müsst ihr dann wirklich schauen. Da bekommt ihr wirklich das Lachen über. Das ist manchmal mega genial. Aber ich muss einfach Glück haben. Hä? Ich muss mega Glück haben, sozusagen. Es ist wirklich manchmal... Ja. Manchmal kommt es lange nicht. Also ihr könnt es vielleicht verstehen. Es ist ein Spiel und das ist auf Zufall basierend. Oh, Mottard. Skill verbessert. Also es kann vielleicht einige Zeit gehen, müssen wir wieder hin und her, aber ich will das zeigen. Das war schon hier. Also, habt ihr gesehen? Der ist geflogen. Wir werden das nochmal machen. Der hat halt einfach Angst von mir, weil ich Bullen habe wahrscheinlich. Aber die werden jetzt einfach mal irgendwo hier kurz... Nein, nicht runter. Oh. Aber ihr habt gesehen, der ist geflogen.
Also, ich habe euch nicht angelogen. Das ist der einzige Bug, der wahrscheinlich niemand außer ich gefunden hat. Weil es ist so selten, dass dort drauf jemand sitzen tut. Und ja, ihr habt es ja gesehen. Danger. Warning. No access across the bridge. Warnung. Das ist eine Warnung. Also es ist gefährlich. Eine Warnung. Da ist keine Überfahrt über diese Brücke erlaubt. Stoppschild. Also wenn ich Rockstar wäre, dann würde ich die Stoppschilder so nennen. Es ist ja so ein Internet-Meme, der sagt, ja, es wurde falsch geschrieben, sozusagen. Wenn wir gerade hier sind, kann ich da noch einen Golfschläger holen. Also nur zeigen, wo er ist. Und zwar müssen wir irgendwo in die andere Villa gehen rüber. Oder ist es hier in dieser Villa? Weiß ich jetzt gerade nicht. Der sieht mich nicht. Der Bulle hat mich nicht gesehen. Entweder ist er hier oder hier in der Nähe irgendwo. Aber so erinnere ich mich eigentlich nicht mehr gut daran. Kurz die Bullen wegmachen. Sonst habe ich den Bullenstern nie weg. Aber es ist einfach mega genial, dass Rockstar so ein großes Spiel gemacht hat damals. Da war Rockstar noch nicht so gigantisch wie heutzutage. Und dann so viele Bugs drin lassen haben. Weil ich finde Bugs meistens nicht böse. Nur wenn sie wirklich den Spießwurst hemmen oder irgendeine Mission sind. Aber in der Mission sind fast keine Bugs. Die sind in einer Landschaft, wie zum Beispiel eben diese Fliegen auf der Mauer weiter oben schweben sozusagen, oder? Also, jetzt haben wir leider schon 27 Dinge und der Stern geht nicht weg. Was sollen wir machen? In einem der nächsten Parts zeige ich dann noch die fliegenden Bäume. Aber in Los Santos, also müssen wir jetzt in San Fiora sein. In San Fiora, da ist es dann ein Ding. Da kenne ich dann mehr Bäume, sozusagen. Aber die gehen irgendwie nicht weg, die Bullensterne. Haben die Bullen irgendwas gegen mich? Eine Verschwörung? Ich weiß es nicht. Kann ich jetzt nicht hier auch doch. Also, dann gehen wir mal weiter. Und zum Abschluss. Ja, vielleicht reicht es nicht, aber beim Banshee ist das. Das ist doch ein Banshee! Geh mit dem Banshee! Im nächsten Part werde ich am Anfang hier weitermachen. Ich werde hier hingehen, wenn ich es nicht vergesse. Und ich zeige euch noch etwas anderes Cooles. Aber ihr seht den Baum, der Baum ist ganz tief unter der Erde, der Stamm geht noch viel weiter. Also diesen Baum haben sie leider versenkt. Ich habe leider keine Zeit mehr zum Stunt machen, weil das ist relativ weit weg. Drüben beim Hollywood Schild ist das. Aber da gibt es eine mega gute Schanze, die eigentlich nur Erde ist. Also nicht schanzig genug. Aber das machen wir noch kurz. Ich mache den Part halt ein bisschen länger. Und tu jetzt dorthin gehen. Und dann machen wir einen Stunt zum Abschluss, hä? Also, ich werde noch kurz den Banshee klauen. Weil der schneller ist, oder? Ah, den roten. Den roten. Dankeschön. Boah, wie du den geschlagen, gekickt hast, ey. Sehr gut. Und jetzt gehen wir dort zur Schanze. Die müsste ja jetzt eigentlich jeder kennen, der das Spiel schon gespielt hat. Außer ist halt nicht so am Erkunden. Oder spielt nur mit Komplettlösungen, dann kennt man es sowieso nicht. Also hier haben wir Zaun. Den zerstört ihr und dann gebt ihr Vollgas. Vollgas! Tschüss, ich werde mich umbringen. Tschüss! Nein, ich habe es geschafft. 107 Meter. Drehung 9%. Wunderbar. Hä? Ich habe es geschafft. Aber manchmal steht man halt. Du
Du kannst diese Immobilie noch nicht kaufen. Schade. Ja, also. Tschüss. Liebe Zuschauer. Viel Spaß noch mit anderen Videos von mir oder bei anderen Let's Play oder Videos. Oder gamet schön was Schönes oder duscht mal. Tschüss.